Also ziehen Sie eins. Das ist mir zu aufregend. Geben Sie mir irgendeins. Gut. Toi, toi, toi. Sie müssen jetzt immer nachschauen. Ich denke nicht daran. Sie schauen nach und wenn ich was gewonnen habe, dann sagen Sie es. Ne? Gut. Kann ich jetzt heimgehen? Ich wüsste nicht, wie ich Sie daran hindern soll um 18 Uhr. Marek? Ah, du bist Schatz hier. Ja. Ah ja, das habe ich ganz vergessen. Es geht nicht, ausgeschlossen, ich muss das aufarbeiten. Aber na, das wird mindestens 11:30. Kontrolle Papiere. Ah, excuse me, what do you mean? Papiere. Papiere? Papiere? Ah, yeah, Papiere. Excuse me, what do you mean with Papiere? Papers. What papers? The... Papers? What? From what? From the car. From my car. Oh, yeah, you mean from my car, the papers? Yes. Oh, yes, yeah. Yes, for sure. Yes. Oh, sorry. I left my license in the office, you know. What am I? Den kenne ich doch von wo. Yes, from the television, from the Österreichische Nix Fernsehen television. In the Politik. Papiere. I'm sorry, I said you left my license in the office. Ja, nicht Deutsch, gar kommt mit. Well, you know, I'm working in the embassy, you know. Nix embassy, no, Wachzimmer. Look, I'm working in the embassy. Nix embassy ins Wachzimmer, no, gehen am Arsch, don't do that. I call my friend, he's a big president. He's very, Nein. No, he's very high, you know. Aha. Na, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Entschuldigen Sie bitte. Da schau her, der Swoboda. Da, Marek. Ich schätze mich. Ja, das ist wirklich Amerikaner. Oh, dass ich für einen Amerikaner ausgeben? Aus Spaß. Ich kopiere keine Armee. Ich wurde auch in amerikanischer Kriegsgefangenschaft. War oft in Gefangenschaft ohne Krieg. Was hat er denn angestellt? Der Herr ist mit weit überhöhter Geschwindigkeit durch die Reißholzstraßen gefahren. Eine kleine Unachtsamkeit, aber bitte, ich bin sofort stehen geblieben, wie die Herren gewackelt haben. Blederschmäßig als Amerikaner ausgeben. Was glauben Sie, wie viele Leute mir schon auf den Schmäh reingefallen sind? Ich wollte ein bisschen Spaß machen. Also bitte, meine Herren, was bin ich schuldig? Nein, so einfach geht es nicht. Bitte, ihr macht eine Anzeige. Der Mann heißt Swoboda, der Vorname. Karl, 18. August 1933. Nächsten Monat habe ich Geburtstag, wollen Sie mir gratulieren. Wohnhaft. Alte Nussberger Straße 156. Haben Sie es? Jawohl. Der Mann bleibt da. Was denn? Bin ich festgenommen? Ja. Das ist Vater, ich will mich ein bisschen unterhalten. Sie sollten sich einen Clown mieten oder die Philharmoniker, aber mich lassen Sie in Ruhe. Setzen Sie sich. Warum sind Sie wirklich so schnell gefahren? Wer hat Sie denn sagen? Ich dränge ja heimlich für die Formel 1. Ich will Weltmeister werden. Am Fernsehen willst du nicht. Gut. Ich hab Zeit. Von mir aus bis morgen früh. Ich auch. Bin nämlich seit 2 Monaten glücklich geschieden. Offizielle Abreise nicht noch etwas verschieben? Das hängt von den Verhandlungen ab. Von welchen Verhandlungen? Ein Partner scheint schon einverstanden zu sein. Entschuldigen Sie. Ja, was ist denn, Herr? Ich wollte Sie bitten, dass Sie dem Herrn Rosit sagen, dass ich an dem Zusammenstoß nicht schuld bin. Sagen Sie ihm das doch selbst. Darf ich jetzt gleich mit ihm sprechen? Hat das nicht bis morgen Zeit? Dina,
Ja. Sie dürfen mich nicht für blöd halten. Ich bin ja nicht blöd, dass ich Sie für blöd halte. Wir wissen nämlich alles über euch. Sagen Sie, mit wem komplizieren Sie mich? Mit Ihrem Komplizen, dem Gooshappel, Vulgo Wasserer. Der war Ihr Todfeind. Ich hab doch keinen Feind auf der Welt. So ein friedfertiges Wesen, wie ich bin. Ich bin gerührt. Gleich werde ich weinen, gleich kommen mir die Tränen. Ich glaube, das ist ein Augenkatar. Habt ihr euch dann versöhnt, seid zusammengegangen, habt sozusagen alles brüderlich geteilt, Stoßpartien und die Damen. Bitte, wie teilt man eine Dame? Sind ja keine Damen, sind ja... Marek? Gott sei Dank, dass ich Sie erreicht habe. Bitte kommen Sie sofort hierher, es ist... Mein Mann wurde erschossen. Ja, ja. Nein, natürlich nicht. Parkstraße 77, Gereisholzstraße. Bitte. Sagen Sie mal, irre ich mich, oder hat sie die Funkstreife in der Reisholzstraße aufgehalten? Was weiß ich? Bestimmt. Und wenn Sie so unschuldig reinschauen, dann weiß ich schon alles. Ein Hellseher. Sie kommen morgen um 10 Uhr noch einmal her. Morgen habe ich eine Menge zu tun. Was denn? Geschäfte, man muss ja für was leben. Man muss ja das Geld verdienen, um die Steuer zu zahlen, damit der Staat seine Beamten bezahlen kann. Ich brauche kein Geld von Ihnen. Sagen Sie, was geht's denn eigentlich? Um Mord. Mord? Sind Sie verrückt? Also der Herr Rositz war verreist. Wie lang? 4 Tage. Und wohin? Seine Wälder irgendwo. Das öfters gemacht. Ist losgefahren. Hat alles inspiziert. Wo hat er denn dann geschlafen? Im Senator. Ist dafür eingerichtet. So ein Jeep. Und wann ist er heute zurückgekommen? Ich glaube, das ist so halb 5. Stimmt das? Ich habe ihn selber nicht gesehen, aber der Helmut ist gekommen und hat gesagt, der Chef ist da. Der Jeep ist vor der Tür gestanden. Und dann sind Sie... Ja, und dann bin ich mit der gnädigen Frau und mit dem Herrn Langendorf in die Oper gefahren. Wann ungefähr? 6:30. Sollte sie so kurz vor 9:30 wieder abholen. In der Zwischenzeit wollte ich dann eine Kleinigkeit essen. Was passiert? Fällt mir ein Taxler rein. Wo? Meierhofgasse, Favoritenstraße. Dann auf die Polizei gewartet. Funkstreife, wissen Sie. Und damit war es Zeit, dass ich die beiden wieder abhole. Musste sie dann zum Essen führen. Ab Quart. Vorbei eins sind wir dann wieder zu Hause. Ein perfektes Alibi. Und Sie? Ich war auf meinem Zimmer. Haben Sie etwas gehört? Was? Geräusche oder ist jemand ins Haus gekommen? Nein. Ein Schuss vielleicht? Nein. Du, der Park ist so groß, 36.000 Quadratmeter, da kann man schießen, was man will. Das hört keiner. Das stimmt. Wo waren Sie denn, bevor Sie den Posten angenommen haben? Bad und Kölner. Anzug. Und Sie, Freundin? Ich war in der Schule, in Eisenstadt. Herr Oberinspektor, Sie müssen sich bitte mit der Einvernahme der Frau Rositz gedulden. Bis morgen, der Arzt hat jetzt eine Injektion gegeben. Ja, die Aussage des Kompert deckt sich mit der des Herrn Langendorf. Ja, Fräulein, Sie können jetzt schlafen gehen. Herr Kompert, gute Nacht. Gute Nacht, Herr Inspektor. Ja, nein. Guten Tag. Kompert, kommen Sie wieder.
du, damit kein Missverständnis aufkommt, ja. Das ist ein Fall für Sicherheitsbüro. Na sowieso, ich bin ja nur hergekommen, weil du... Ich weiß, aber du bist eben nicht bei der Mordkommission. Mhm. Übrigens, ist dir irgendwas aufgefallen hier, in meinem Haus? Nein, bin ja auch nicht bei der Mordkommission. Mhm. Aber nein, ich bin ja froh, dass ich das hier los bin. Und du bist froh, dass du mir los bist. Ja. Die Stempelmarken kriegst du in der Traffic. Gut. Morgen. Morgen. Ist der Chef noch mit da? Bitte? Wieso der Oberinspektor noch nicht da ist? Das weiß ich doch nicht. Gemeldet hat er sich jedenfalls noch nicht. Sie müssen mir noch das Los bezahlen. Das Los? Ach ja, wie viel? 20 Schilling. Naja. Wieder eine unnötige Ausgabe. Ist ja für einen wohltätigen Zweck. Ja, sonst hätte ich es ja auch nicht gekauft. Jetzt habe ich noch ein Los und das kann ich nicht anbringen, so ein Blamage. Kaufen Sie sich selber. Ich habe ja schon 3. Dabei haben die Hälfte weniger Lose genommen als die Bartmann und sie alle verkauft. Da geben Sie heute das eine, was übrig geblieben ist, wenn sie schon so tüchtig ist. Da, so schreibt sich der. Bitte. Morgen. Morgen. Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Und ich glaube, ich bin gestohlen worden. Ah, es lange gedauert hat, ne? Wie meinen Sie das? Ich meine, dass Ihnen die Frau Wodak zu viele Akten aufgebürdet hat. Das sowieso, aber ich war bei einer Mordgeschichte in Hitze. Haben Sie jetzt wieder einen Mordfall? Nein, das macht das Sicherheitsbüro in eigener Regie. Das stolz dann aus den Größen. Was, da gibt's noch? Ja. Guten Morgen. Ah, schau her, der Herr Swoboda. Auto steht in zweiter Spur, Sie haben doch Verständnis. Ein lang entbehrtes Liebesgesicht. Also was Gesicht betrifft, habe ich schon intelligentere gesehen. Das ist meine. Ich komme zu Marek. Nehmen Sie ruhig Platz. Danke. Wer ist das? Ich kenne nur einen Herrn Oberinspektor Marek. Ja, zu dem komme ich. Der wird sich aber freuen, wenn er Sie sieht. Hm, der ist kummer gewöhnt, der Herr. Ja. Da sieht er den ganzen Tag so scheißliche Menschen. Meinen Sie den Bestimmten? Ja. Hat er Sie herbestellt? Ja. Er hat mich ersucht, heute wieder herzukommen. Ich war gestern nämlich in der Nacht schon, da bin ich zufällig vorbeigefahren. Aber ein Höflichkeitsbesuch. Ja, auf das hat sich's herausgewachsen. Das kannst deiner Großmutter erzählen. Sie meinen mich? Und wen denn? Na, nur weil Sie mich duzen. Und noch dazu in einem Ton. Ein Staatsbürger hat seine Würde. Ach so. Wo war denn die Würde, wie du den Holz angelegt hast, den Stanfel, Kelcher, Grieß? Also nicht, dass Schaut um Sie wäre, aber wo war denn da die Würde? Mir haben Sie leid getan, es war Notwehr. 4-mal. Ich bin nur einmal verurteilt worden wegen Notwehrbeschreitung. Und jetzt sagen Sie dem Herrn Oberinspektor. Ich bin ja nicht die Briefträger. Wenn er sie herbestellt hat, dann... Das schon, Herr. Der Herr Swoboda, Sie hätte ich noch vergessen. Sie hingegen sind mir unvergesslich. Sie haben einen schönen Schrecken eingejagt heute Nacht. Hoffentlich. Ist aber noch nicht vorbei. Für mich schon. Auf alles hat er Antwort. Und wenn es ein Blöde ist. Er hat noch dazu in die Rede verschlagen, wie ich vom Mord gesprochen habe. Dass er ganz blass geworden hat, gezittert. Ich habe noch Reste von einer Malaria von einer Kriegsgefangenschaft in Russland. Du glaubst, Sie waren in Amerika gefangen? Ach, ich habe mich überall fangen lassen, wo es nur möglich war. Danke. Wir wissen nämlich inzwischen ein bisschen mehr. Was wissen Sie mehr? Nicht verhören Sie mich. Ich verhöre Sie. Von einem Verhör war nicht die Rede. Schau her, zittert ja schon wieder. Nicht mischen Sie sich drein. Ist keine Kinderei, wenn ich der Oberinspektor eines Mordes bezichtige. Er wird schon wissen, warum. Und diesmal kann es keine Notwehr gewesen sein, denn sonst wäre sie längst damit herausgerückt. Und Ihr famoser Anwalt, der Dr. Grillmeister, der wäre ja gleich mit Ihnen hierher gekommen. Sie so redet die ganze Zeit, das ist doch brutal. Das Gesetz sagt aus. Passen Sie auf, Swoboda, wir sind nicht dazu da, Sie zu resozialisieren, sondern um Verbrechen aufzuklären. Und was den Mord anbelangt, den... Wen soll ich denn umgebracht haben? Den Rosis aus der Parkstraße. Die grenzt nämlich an die Reisholzstraße. Genau dort, wo sie die Funkstreife heute Nacht erwischt hat, beim Schnellfahren. Beim Schnellfahren, aber nicht beim Morden.